Unser Kinderreporter Arthur hat heute einen Termin im Rathaus in Koblenz. Er hat ein Interview zu führen, und zwar mit Ulrike Mors, der Bürgermeisterin unserer Rhein-Mosel-Stadt. Hallo Frau Mors, schön, dass ich heute hier sein darf. Gerne. Was macht eigentlich eine Bürgermeisterin? Oh, das ist ganz viel und ein ganz bunter Tag. Das geht wirklich morgens los, dass ich komme und meine E-Mails und meine Post schaue. Wenn ich nicht schon zum Beispiel bei einem Radiosender bin und eine Bürgersprechstunde habe, dann habe ich natürlich ganz viele Sitzungen, Stadtratssitzung, aber auch den Jugendhilfeausschuss, den Sport- und Bäderausschuss und auch viele andere, wie zum Beispiel gleich die Aufsichtsratssitzung der Koblenzer Wohnbau, also den ganzen Tag über ein buntes Programm. Wie wurden Sie eigentlich zur Bürgermeisterin? Ja, das kam für mich ganz überraschend. Es war leider so, dass meine Vorgängerin sehr krank wurde und ihr Amt dauerhaft nicht mehr ausführen konnte. Und deshalb bat sie um ihre Versetzung in den Ruhestand. Und dann bin ich angesprochen worden. Also ganz überraschend, ganz unerwartet. Braucht man für den Beruf Bürgermeisterin eigentlich eine Ausbildung? Es gibt keine Ausbildung für den Beruf Bürgermeisterin. Aber man braucht schon so einige Grundkompetenzen, damit einem, ja, ich sag mal, der Beruf auch leichter von der Hand geht. Und damit natürlich hoffentlich auch die Bürgerinnen und Bürger zufrieden sind. Wollten Sie denn als Kind schon Bürgermeisterin werden oder hatten Sie einen anderen Kindheitstraum? Also ganz klar nein, ich wollte keine Bürgermeisterin werden. Ich wollte früher mal Ärztin werden. Wenn ich in die Schule gehe, gibt es Fächer, die mag ich lieber als andere. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Gibt es Sachen, die Sie nicht so mögen? Tja, also was ich in der Schule gar nicht gemocht habe, das waren Sprachen. Mir hat viel mehr Sozialkunde und so etwas gelegen. Heute mag ich gar nicht, wenn ich auf Menschen treffe, die immer nur sagen, das ist ja alles Mist. Und die mir nicht sagen können, wie es besser geht. Wenn ich Menschen treffe, die mir sagen, das, was sie da gemacht haben, das hat mir nicht gefallen. Ich fände es viel besser, wenn sie es so und so machen. Dann finde ich das gut, weil das ist konstruktiv und häufig kann ich davon etwas lernen. Okay. Was ist toll daran, Bürgermeisterin zu sein? Es wird einem niemals langweilig. Man kann ganz viel mit netten Menschen zusammenkommen, auch so nette wie dich jetzt gerade, weil das macht richtig Spaß mit dir im Interview. Und das Tolle ist auch daran, dass man ganz, ganz viel gestalten kann. Man bekommt viele Ideen, viele Anregungen durch Gespräche und dann kann dann gucken, dass man daraus wirklich was Gutes macht, dass man dann auch sozusagen die PS auf die Schiene bringt. Wohnen Sie eigentlich auch im Rathaus? Ich wohne nicht im Rathaus, aber ich arbeite im Rathaus. Und weil ich manchmal sehr lange arbeite und auch es auch lange Arbeitstage sind, habe ich schon also das Gefühl, dass ich fast hier wohne. Aber ich wohne in Rübenach, wohne dort in einem Großfamilienverbund, zusammen mit meinen Eltern, mit meiner Frau, mit meinem Bruder, der wiederum eine Familie mit 3 Nichten hat. Mein Onkel wohnt mit dabei mit seiner Frau, der hat auch wieder eine Tochter, die hat auch eine Familie. Also von daher, ich wohne in einem Großfamilienverbund und das ist sehr schön. Was macht eigentlich die Politik für uns Kinder in Koblenz? Ganz viel. Das geht schon los mit den Kindertagesstätten, mit den Kinderhorten. Dann sind da natürlich die Spielplätze und ich glaube, da haben wir auch einige. Dann geht es natürlich weiter über die Schulen, da sind wir für die Gebäude verantwortlich. Aber wir haben natürlich auch viel an Freizeitangeboten für Kinder, an Ferienfreizeiten zum Beispiel, aber auch kulturelle Angebote. Ich sage zum Beispiel mal im Theater immer auch die Weihnachtsaufführung für die Kinder. Also ich denke, da ist ganz, ganz viel, das kann ich gar nicht alles aufzählen. Möchten Sie denn auch gerne mal Oberbürgermeisterin werden? Nein, ich mache das, was ich jetzt mache, sehr gerne. Mir gefällt mein Dezernat sehr gut und von daher, das mache ich gerne. Ich glaube, da habe ich auch einiges mitgebracht aus meiner bisherigen beruflichen Laufbahn und damit bin ich vollkommen zufrieden. Ich spiele gerne Fußball. Was haben Sie denn so für Hobbys? Oh, ich wandere sehr gerne, ich reise aber auch gerne und fahre gerne Fahrrad. Und abends, wenn ich so dann relativ müde bin, dann freue ich mich auch immer, wenn ich noch ein paar Seiten in einem guten Buch lesen kann. Und was hören Sie denn gerne für Musik? Tja, ich nehme an, da ist unser Musikgeschmack etwas unterschiedlich. Ich höre schon lieber so die Hits der 80er und 90er Jahre und nicht unbedingt so die ganz hochaktuellen. Da gefällt mir auch manchmal einer gut, aber guck da schon manchmal etwas weiter zurück. Vielen Dank, Frau Mors, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Auf Wiedersehen. Gerne, Arthur. Hat mir viel Freude gemacht.